Hallo meine sehr geehrten Zuschauer, willkommen bei Dr. Numismatik TV, heute mit einem weiteren Video von mir. Und ich habe mir heute mal gedacht, dass wir uns heute mal die Echtheit von Banknoten genauer angucken, nämlich von den Banknoten der Kokos-Keeling-Inseln, beziehungsweise der Kokosinseln. Zuerst einmal, wo liegen die? Die Keeling-Kokos-Islands gehören heute zu Australien und liegen im Indischen Ozean. Diese hatten, beziehungsweise die Kokosinseln, erstmalig im Jahr 1879 eigene Banknoten ausgegeben und im Jahre 1897 dann die erste Serie mit dem Namen drauf, Kokos Keeling, beziehungsweise Keeling Kokos. Und ich habe mir gedacht, weil ich nämlich nichts im Internet gefunden habe, so wirklich, wo man jetzt die Echtheit an den Banknoten erkennt. Denn es ist nicht so einfach wie zum Beispiel bei dieser wunderschönen Gedenkbanknote, wo man die Echtheit sehr einfach an den Sicherheitsmerkmalen erkennen kann. Oder weil die Banknoten halt auch kein Wasserzeichen haben oder kein Hologramm haben oder kein Durchsichtsfenster haben, ist es sehr schwer herauszufinden, ob diese Banknoten nun echt ist. Doch ich habe mich nun damit sehr stark beschäftigt und auch ein paar Leute gefragt, wie erkenne ich die Echtheit? Und ich habe mir gedacht, wenn ihr euch mal solche Banknoten kaufen möchtet von privat, dann möchte ich euch gerne dieses Video hier zeigen. Zuerst einmal gucken wir uns mal die Banknoten an. Zuerst einmal muss man sagen, die Banknoten sind alle sehr schlicht gestaltet. Auf der Vorderseite haben wir hier das Wappen abgebildet, ganz oben mit dem Spruch Pro Patria. Dann Islands und dann nochmal Keeling Cocos Islands. Hier oben haben wir das Jahr. Ich vermute, das könnte das Jahr der Entdeckung sein oder das Jahr, in dem die Kolonie gegründet wurde. Wir haben hier nochmal den Wert, also dass halt das gewechselt wurde für eine Summe von einer Zehntel Rupie in der Keeling Cocos Island Währung. Hier unten haben wir das Jahr abgebildet und hier haben wir die Signatur. Man muss sagen, die Banknoten haben weder ein Wasserzeichen noch sonst irgendwas, wo man das erkennen könnte. Doch nun kommt das Pro. Ähnlich wie bei den Buschnoten von Deutsch-Ostafrika lässt es sich hier sehr gut an der Art des Papiers erkennen. Nämlich das Papier hat eine sehr interessante Musterung, welche es heute nicht so gibt. Ich weiß, man kann es jetzt hier sehr schlecht erkennen, aber man sieht dann tatsächlich, wie das ein Also die Farbmaserung des Papiers und dass es eingestanzt ist. Also zumindest das Gedruckte hier oben. Ich hoffe, man kann so ein bisschen sehen. Auf jeden Fall ist die Dicke des Papiers. Es muss wie Pappe sein. Die 10 ist gedruckt. Also beziehungsweise gestempelt. Wenn man das so sieht, sieht man sozusagen auch eine leichte Vertiefung, welches halt zeigen könnte, dass es wie ein Stempel ist. Ich hoffe, jetzt kann man es eigentlich am besten sehen. Ja. Und auf der Rückseite darf nichts stehen. Und auf der Rückseite sieht man auch nochmal sehr gut die Papiermaserung an den Banknoten. Ja, die Werte sind jeweils ausgegeben worden zu ein Zehntel Rupie, ein Viertel Rupie, ein Halb Rupie, fehlt leider, eine Rupie, zwei Rupie fehlt auch und fünf Rupie. Die Banknoten sind tatsächlich recht teuer, die sind alle so um die 100 Euro wert. Je nachdem, wie natürlich der Zustandsgrad ist. Eine nächste Sache, dadurch, dass die Banknoten halt auch teils per Hand signiert wurden, dafür haben wir zum Beispiel hier ein gutes Signal, dass die halt, beziehungsweise nicht signiert, sondern gestempelt wurden. Dafür haben wir bei den Vierern eine sehr interessante Sache, nämlich wir haben auf der Rückseite hier einmal den Stempel, wo hier die Farbe durchdruckt an der Banknote. Ich hoffe, man kann das so ein bisschen ersehen. Und wir haben hier noch etwas Tinte. Das ist sehr, sehr typisch für diese Banknoten. Und auch hier sieht man nochmal schön die Musterung. Auch hier haben wir noch etwas Tinte, die durchgedruckt wurde und sehen halt, dass das Papier auch älter ist. Ein nächster Fakt ist das ähnlich wie bei Banknoten der französischen Kolonien. Auch hier gerne mal bei zirkulierten Banknoten eine sogenannte Lochung dabei ist, beziehungsweise die typischen Heftlöcher. Und natürlich, das darf man nicht vergessen, dadurch, dass die Banknoten per Hand ausgegeben wurden, auch kleine Einrisse an dem Papier.
Das ist auch ein Zeichen dafür, dass die Banknote echt ist. Ansonsten halt auch die Verfärbung, dass die Banknoten nicht klinisch weiß sind. Zum Beispiel habe ich sehr oft Replikas gesehen, bei denen die Vorderseite sehr gut war, aber die Hinterseite schneepapierweiß. Also sprich ein Weiß in dieser Form hier. Und wenn man das vergleicht, das muss halt eher so dieses Elfenbeinfarben haben. Ja Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like da und bis zum nächsten Mal bei Dr. Numismatik TV. Und schreibt mir doch mal eure Meinung in die Kommentare. Was haltet ihr von Kokos Killing Banknoten? Habt ihr selber welche? Wenn ja, wie findet ihr die Banknoten?